vorübergehend die Wingmail mal tragen. Bis wir Weller haben, so haben wir wenigstens ein bisschen mehr. Schutz vor den Gegnern auf dieser Ebene. Und wenn wir Weller haben, dann haben wir sowieso viel Schutz. Das ist sehr schön. Ich glaube, mit Weller und noch einem Level ab, also wenn wir die Ebene fertig haben. Dann. Können wir uns auch noch mal mit Leoric anlegen. So. Jetzt sollte ich hier aufgehen. So, da wurden wir gerade top gebrochen, ist aber halb so wild. May the spirit of Arcane protect me. Ja, das wäre recht praktisch. So, hier durch ist auch die Tür wieder zugegangen gewesen. Auch die beiden sind zu gewesen. So, das heißt, mit Weller. Oder Weyler. Können wir zu Kane gehen, der kann sie uns identifizieren und alles andere auch. Dann können wir Geld machen. Hello, my friend. Stay a while and listen. Und ja, Weyler. Damage von Enemies, fastest His Recovery. Das ist echt eine gute Rüstung. Wow, what can I do for you? So. Der Bogen, der bringt gut Geld. Die Robe, die wir nicht mehr brauchen. Und die Wingmail auch. Ja, und ich weiß nicht, ich glaube, ich verkaufe die beiden Stäbe. Bin ich mir noch nicht so richtig hundertprozentig sicher. So, jetzt haben wir jedenfalls genug Geld, um unsere Heiltränke wieder aufzufüllen. Das heißt, die Potions bleiben hier. What ails you, my friend? So. Dann noch 1, 2, 3, 4. Gut, das heißt, wir haben eine ordentliche Ausrüstung. Wir haben einen ziemlich guten Stab. Wir haben eine gute Rüstung. I sense a soul in search of answers. I do not have a spell ready. So, jetzt haben wir wieder einen Spell ready. Und können uns erstmal auf der Ebene fertig umsehen. Ist ja im Augenblick nur straightforward in die Richtung. Möglich. Okay, da wäre der Weg weiter nach unten. Potion of Full Regeneration. Noch ein Schrein. Okay, den gucken wir uns gleich an. Ah ja, ich denke, mit der Rüstung sollten wir Leoric, also mit der Rüstung und der Waffe sollten wir Leoric endlich tot kriegen. Of Man may be guided by Fate. Ich glaube, das war ein Punkt in Magic. Und ein Punkt in Dexterity? So sieht's fast aus. Okay, da können wir rein.
Also nicht nur, dass wir viel schlechter getroffen werden. Wir nehmen auch nicht so viel Damage, wenn wir getroffen werden. Heißt aber nicht, dass wir uns gegenüber machen. Eine Übermacht, wie die hier jetzt so arg anlegen können. So. Okay, gucken wir uns jetzt hier um. Hier geht's in einen Raum rein. Oh, Goatschwein. Stimmt, die gibt's auf der Ebene. Mal sehen, was machst du? Knowledge and Wisdom at the Coast of Self. Das hat auf jeden Fall meine Magie erhöht, aber... Was hat's gesenkt? Leben? Ich sehe nicht, was es senkt. Leben scheint es nicht zu sein. Und da ich krass, wie viel Haltbarkeit der Stab auch hat. Nee, an der Haltbarkeit hat es auch nichts geändert. Ah. Noch ein Mark. Nee, es erhöht nur Magic und damit Mana. Gut. Was denn hier? Wahrscheinlich aus einem der Fässer, das ich gerade aufgehört habe. So, weg mit dir. So, jetzt noch Dexterity. Mama. So, jetzt haben wir wieder saubere Stats. Sollten wir als nächstes ein bisschen in Health investieren. Speichern. Hi. Wie geht's euch da drin so? Mir geht's gut hier raus. Ach ja, Gott, raus zu mir. Na, denke ich nicht. So. Da bleiben einfach zwei um die Ecke stehen. Wollen mich von hinten umarmen. Bin ich nicht ganz so nett. Kiste. Immer gut. Ah, noch mehr von euch. Haben euch hier eingesperrt und ihr wollt jetzt raus. Halte ich für keine gute Idee. Yeah.
Scroll auf mit Identify. Okay. Search brauchen wir nicht. Charge Bolt. Hm. Firebolt. So, jetzt ist der Firebolt schon Stufe 3. Charge Bolt. Das wäre das hier, ja. Ein Holy Bolt wäre nicht schlecht gewesen, aber finden wir leider nicht. Was braucht man eigentlich, um Weller zu tragen? Gar nichts. Das ist auch praktisch. Auch wenn man Mage spielt. Und ja, Charge Bolt hätten wir verkaufen sollen. Die ist für Theorik verdammt praktisch. Müssen wir noch gucken und hoffen, dass er reinläuft und nicht eine seiner Medikits. Dann sage ich, starten wir unsere nächste Runde gegen Neorik. Aber was ich gerne noch machen würde, da wir eh den Shotgun da gleich um die Ecke haben, nach Tristram zurückgehen und wenigstens ein Oil of Accuracy auf den Stab zu packen, damit wir unsere Hitchance etwas erhöhen. Stimmt ja, ich komme bei den Kühen raus. Hast du was Neues? Oh, I could use your help, but perhaps after you've saved the catacombs from the desecration of those beasts. Ja, erst die Katakomben fertig machen auf jeden Fall. Dann hat er vielleicht was Neues zu sagen. I have no room. Oh. Achso, wir sind hier ein bisschen voll. Ja, Oil of Accuracy, genau. Jetzt haben wir 78%ige Hitchance. Wow, what can I do for you? So, die beiden nicht reparieren. Ja, und leider ist der Ring wohl nicht mehr zu haben. Schade. Gut. Das heißt wieder runter über den Katakombenzugang.
Ja, wir sind jetzt Level 13 sogar schon. Da habe ich sogar eine Kiste mit Gold übersehen. Gut. Ah, da wäre der Weg. Aber ich glaube, ja, Neorix. Nein, nicht hier, sondern hier tue ich sich. The warmth of life has entered my tomb. Prepare yourself, mortal, to serve my master for eternity. Und weg ist er. Rest well, Lorik. I'll find your son. So, er hat uns seine Krone da gelassen. Er hat uns aber auch... ein paar Untote da gelassen. Skimitar brauchen wir nicht. Das Call of Identify, eine zweite ist nicht schlecht. So, dann können wir mal seine Krone identifizieren. Armor Class 8. Lifestealing. So, Armor Class 5 und gar nichts. Der ist ja richtig vorbereitet. Legt man das alles hin. Crucified Skeleton, also ein gekreuzigtes Skelett. So, da war noch Gold, da ist noch ein oder zwei Gegner. So, bei dem Skelett war auch nichts. Hier ist auch noch ein Bogenschütze. Nichts mehr. So, da war das letzte Skelett. Damit haben wir noch ein Geheimnis geöffnet. Gucken wir aber erstmal hier rein. Carry anymore. Vorhemmen. Ah ja, dafür haben wir jetzt viel Zeug dabei.